von Jahren auf dem indischen Subkontinent ausgeführt wird. Es ist ein Festival, was eine tiefe spirituelle oder geistige Bedeutung hat. Wir können hier sehen, wie die Mönche so ein Seil haben, zwei Seile eigentlich, die an den Wagen befestigt sind und somit den Wagen nicht durch Benzinkraft, sondern durch eigene Körperkraft fortbewegen. Sie ziehen an den Seilen und so bewegt sich dieses Gefiert voran. In dieser sehr einfachen Gestik, einen Wagen zu ziehen, in dem Gott da drin ist, liegt ein ganz tiefes spirituelles Geheimnis drin. Jetzt im Augenblick in dieser materiellen Welt fühlen wir uns sehr oft getrennt von Gott. Und durch diese einfache Prozession, wo der höchste Herr, der sonst im Tempel verehrt wird, mitten im Stadtgeschehen verehrt wird, wird Krishna oder Gott in das Herz zurückgebracht, in das Leben zurückgebracht. Das ist die Idee, weshalb man einen festlich geschmückten Wagen nimmt und dann diese Zeremonien macht, die Sie dort sehen. Es werden Blumen gerade geopfert von dem Priester. Die Idee ist, dass man das Göttliche, dass man Gott in den Alltag hineinbringt, mitten ins Straßengeschehen, mitten zum Zentrum macht. Ich möchte ein bisschen etwas von über Rituale oder Zeremonien sagen. Im Augenblick kennen die Menschen nicht mehr so viel religiöse Zeremonien und Rituale. Sie kennen das Alltagsritual. Man steht auf, man wäscht sich, man trinkt vielleicht noch einen Kaffee, um richtig wach zu werden. Und dann setzt sich das Ritual weiter fort. Man geht zum Arbeitsplatz und tut etwas, dem man eigentlich, wenn man ehrlich ist, wenig Sinn zufügen kann. Das ist ein Ritual, etwas, was sich ständig wiederholt. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr um Jahr. Sogar, so sagt man in den vedischen Schriften, Leben für Leben. Yes, ein sinnloses materielles Ritual wiederholt sich Leben für Leben. Diese spirituellen Rituale streben eine andere Anbindung an. Mit materiellen Ritualen oder mechanischen Tätigkeiten wird man völlig versunken ins materielle Leben, aber mit spirituellen Ritualen, mit spirituellen Zeremonien kann der Mensch tatsächlich eine höhere Anbindung, man sagt dazu auch Yoga, eine höhere Verbindung erreichen. Wir sind geweihte Krishnas. Ich glaube, das sieht man an unserem total interessanten Frisuren und unserem äußeren Outfit. All diese Frisuren und dieses Outfit sind Bestandteil einer spirituellen Kultur, der vedischen Kultur, die, so sagt man, schon 5000 Jahre alt sind. Wir machen diesen Wagenumzug eigentlich jedes Jahr hier in Berlin und jedes Mal treffen wir andere Leute an, die sich freuen, einfach so ein bisschen einen spirituellen Lichtblick zu haben. Wissen Sie was, ganz ehrlich gesagt, jedes Kind weiß von Gott, aber nicht den Gott der vielen Religionen oder den Gott der vielen, das darfst du tun, das darfst du nicht tun. Jedes Kind kennt den Gott, der eigentlich nur vier Dinge zum Menschen zu sagen hat. Komm, tanze mit mir. Ja? Solch ein Ratha Yatra Wagenfestival setzt sich über religiöse und sektiererische Vorstellungen hinweg, weil es eine einfache Botschaft an den Menschen hat. Komm, tanze mit mir. Ne? Die göttliche Aufforderung, unser materielles Leben fallen zu lassen und einfach einzusteigen auf ein höheres, das heißt ein spirituelles Leben. Das wird durch diesen Wagenumzug eigentlich sehr farbenfroh und sehr deutlich, ohne viele Worte, an den Menschen vermitteln. Komm, tanze, freu dich einer höheren Wirklichkeit, einer spirituellen Wirklichkeit. Das ist die Idee unseres Wagenfestivals und ich möchte Sie alle bitten, mal was ganz Kühnes zu machen, mal ein ganz spirituelles
eine spirituelle Tätigkeit zu tun, die außerhalb der Box des Alltäglichen liegt. Kommen Sie doch einfach mal ein paar Schritte mit uns mit diesem Wagenfestival und erfreuen sich so ein bisschen der Freude. Spüren Sie die Stimmung, die ausgeht. Lassen Sie sich berühren von einem Hauch des Ewigen, sodass Sie auf diese Art und Weise ein bisschen spirituelle Inspiration und Freude in Ihrem Leben erfahren. Ich möchte ganz herzlich allen danken, dass Sie so geduldig zugehört haben, und ich möchte Sie alle bitten, einen rauschenden Applaus für dieses Festival der Freude zu geben. Das begrüßen wir aus Indien, den Vasukos Babu.